Und hier in unserer Lounge sitzen die 12 Acts, die jetzt quasi schon so ein bisschen zittern, ja, ihrem magischen Moment entgegen. Es geht ja gleich los und wir fangen an mit einer Eisbrecherin. Und zwar mit der lieben Janet. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann kannst du jetzt schon mal Backstage gehen und wir freuen uns auf Janet. Es wird warm hier, Ladies und Gentlemen. Ich heiße Janet, bin 50 Jahre alt, 49 bin ich, komme aus Wiesbaden, freue mich einfach hier zu sein. Ja, ich bin auf jeden Fall Powerfrau. Ich denke, ich habe das eigentlich von meiner Mutter. Sie ist klein, aber nee, ich bin einfach eine starke Frau. Habe vieles durcherlebt, gute Dinge, auch schlechte Dinge. Und ich lebe noch, ich bin noch hier. Ich bin immer am Singen. Ich habe eine Katze. Sie ist super, super süß, 21 Jahre alt. Und ja, ich singe zu sie öfters, obwohl sie taub ist. Was denkst du? Vielleicht Rock oder der Tina Turner Haar, aber? Ey du, das kann alles sein, ne? Aber don't judge a book by its cover, ja. Es kann alles sein, es kann jetzt auch Eminem sein, ne? Okay. Meine Stimme ist sehr rauchig, tief, sexy. Ich bin gespannt auf die 100 Leute, was die auch alles denken. Janet Jackson würde auch vom Namen passen. Tina Turner, irgend so eine geile, so eine Mischung, so eine Fusion aus Rock und Pop. Wisst ihr, was ich möchte? Ich möchte immer ganz große Stimme, ne? Ganz große Stimme. Für Gerrit ist immer Celine, Whitney, Mariah. Ja. Kannst du das riechen? Was? Es riecht nach Finalisten. Oh, Ansage, Ansage. Sie ist auf jeden Fall super confident und hat mega Bock. Und ich habe auch schon mega Bock auf sie. Oh, guck mal, wie die strahlt. Die sieht jetzt schon aus wie eine Königin. Hallo, liebe Leute. Ich heiße Janet. Ich komme aus Wiesbaden. To God be all the glory. Let's get this party started. Get it, girl! At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. To find you here with that sad look upon your face. Should have made you change the lock, should have made you leave the key. If I'd known just for 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, don't turn around. Absolutely, I love it. She's gonna outstand, she clinks so good. Weren't you the one tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. Cause I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive.
schön. Thank you so much. Vielen Dank. Wow. Mädels, die Frau hat Pfeffer im Arsch, oder? Ja, Hammer. Die hat Fall. Holy shit. Es sieht gut aus. Und ich verrate dir jetzt, wie viele insgesamt aufgestanden sind. Hier ist deine Anzahl. Thank you. 73 Stimmen hast du. Das ist schon mal ein sehr starker Anfang. Super. Herzlichen Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Ich gehe mal zu Deborah, weil ich weiß, dass Deborah auch schon mit Gloria Gaynor auf der Bühne stand. Oh, ja. Mehrmals. Aber ich muss sagen, das ist mein Lieblingslied. Ich glaube, ich habe das Lied mehrmals als Gloria Gaynor. Du hast wirklich das gut gesungen. Und ich habe gewartet für ein bisschen mehr Power, aber ganz am Ende hast du das abgeliefert mit I Will Survive. Woo! Thank you. Das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, die man hier macht bei All Together Now. Lieber Nils. Ich fand's super. Ich war im ersten Moment skeptisch, weil das Lied ist so ein bisschen, man hat's leicht über, weil es auf jeder Party läuft. Man denkt so, oh, du bist eine ganz tolle Erscheinung. Du siehst fantastisch aus. Du bist eine wunderschöne Frau. Awesome gestylt heute. Und du hast aus dem Lied noch so viel rausgeholt und hast das für mich sofort so tanzbar und begeistert gemacht. Deswegen vielen Dank. Das war mega gut, fand ich. Thank you so much. Mhm. Dankeschön. Lia, ich weiß, diesen Song hört man oft. Hast du ihn vielleicht zu oft gehört? Ich habe ihn in der Tat schon sehr oft gesungen und auch zu oft gehört, aber nichtsdestotrotz, du bist erstmal deine Aura, du kommst rein wie so eine Diva aus den 90ern. Also das Dankeschön. Hat mich erstmal so richtig krass eingenommen. Du siehst Dankeschön. Unfassbar gut aus. Vielen Dank. Ich finde, der Song bietet super, super viel Fläche für eine geile Dramaturgie, dass man einen geilen Aufbau machen kann, eine geile Dynamik bringen kann. Das hat mir ein kleines bisschen gefehlt, aber nichtsdestotrotz, du hast auf jeden Fall abgeliefert im Song. Viel Spaß erstmal auf Platz 1. Hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, ja, total gut.